Ja, seid mal wieder herzlich willkommen hier bei uns im RealPlay-Projekt mit dem Schwarmplayer. Hi. Ich kann auch Hallo sagen. Ach. Ist ein bisschen schüchtern. Ja, meistens. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch mit dem Ansehen beschäftigt. Der Schwarmplayer ist immer noch mit dem Flügen beschäftigt. So ist es. Oder mal richtig ackern. Ey. Das kann ich eben aus dem FF inzwischen. Muss ich mal so sagen. Ja. Man sieht, wir sind auf der wunderschönen Gemeinde Rade. Noch auf der Version. Ohne das Update hätte ich jetzt gesagt. Kommt ja ein Update demnächst. Ja. Schaut's aus. Ja, und schauen wir mal, direkt der Erste, der Hallo schreibt. Ja, hi Flumske. Ja, der Flummi. Ja, schauen wir mal, ob wir heute noch zu was anderem kommen als Pflügen. Es kommt langsam dem Ende zu, bei mir zumindest. Mal ein bisschen Gas geben. Ja, ich versuche das, aber da kommt nicht mehr. Warte, du meinst, der geht doch gut. Naja. Das sind jetzt wahrscheinlich zwei Meinungen. Ich habe schon versucht, Trollinger rein zu füllen, aber das hat auch nicht funktioniert. Ja. Da bin ich gespannt, was als nächstes kommt hier. Versprech dir nicht Flügen oder so. Das wäre schön. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Zuschauer mal was anderes sehen wollen als Flügen. So, wie ich dir gerade schon gesagt habe. Was geringfügiges anderes. Ich weiß ja nicht, ob du dann gleich das nächste Feld ansehen möchtest. Warum nicht? Keine Angst, 9 Meter, das läuft schon. Eben. Ist ein bisschen mehr als meiner. Von der Größe. Welchen möchtest du dann fahren? Auch mit dem Deutz? Mit dem, den du hast, oder? Kannst auch ruhig den Deutz nehmen, weil dann kann ich mit dem hier vielleicht mir einen Kipper schnappen und mal ein paar Sachen zum Einlagern holen. Die Frage ist eher, ob der das überhaupt packt hier. Weil die Saatmaschine ist ein bisschen schwerer als hier der Pflug. Du hast das Fahrzeug mit der meisten Leistung. Echt? Ja. Okay. Ich vergaß. Man merkt's nicht. Nee, Flummi, jetzt muss aber dabei bleiben. Darfst nicht schlafen gehen. Das akzeptieren wir nicht. Nein, abgelehnt. Noch um 5 Uhr aufgestanden. Mit der Kleine am Bett stand. Ja. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn im Alter, ne? Irgendwann kommt er mal dahinter. Ja, natürlich. Dann ich dachte, weißt du noch? Ja, genau, früher. Wie es uns geht. Ja. Siehst ja, ich muss ja schwer ackern. Wie soll es einem da gehen? Ich höre immer nur die ganze Zeit mi auf dem rechten Ohr. Wer hört das noch? Echt? Das muss ein anderer sein. Ja, von mir uns hier das super, ne, würde ich mal sagen. Ja. Kann mich nicht beklagen. Aber durch die Doppelbearbeitung ist ja mal richtig Bewegung ins Cockpit gekommen, ey. Ich sehe schon. Als Beifahrer könnte es einem schlecht werden dabei. Ja. Und dazu. Ja, da fahren wir lieber nicht mit. Das lassen wir mal. Sprichst du aus Erfahrung? Ja. Leute, nur so zur Info, das ist ein Insider, gehört zum anderen Projekt. Wenn ihr es wissen wollt, schaut auf der Hellerbach vorbei. Genau. Wollte ich jetzt mal so geschwind mal einwerfen. Das ist der andere Chaotenhaufen. Viele Geschädigte, aber einer, der nur den Schaden verursacht. Das ist meistens mein Azubi in dem Fall. Ich habe ja noch keinen.
Du nicht, aber ich. Mein armer Fendt war schon öfters auf dem Abschlepper als auf dem Feld. Da freut sich doch der, der die Reparatur macht, ne? Meistens. Er hat gut zu tun bei mir, ja. Das ist wohl wahr. Tja. Ja, Azubi sein ist nicht leicht. Stimmt. So. Hast du noch viel zu fügen, oder? Nee. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Nee. Müsste bald durch sein. Ich müsste mal gucken, weil das Feld, ob ich auf dem Feld noch zu wissen. Oh mein Gott, Escape braucht aber lange. Doch, gut, da ist nur noch da hinten ein paar Eckchen und dann bin ich schon. Jetzt habe ich die Handbremse. Was hast du eigentlich? Sollen wir das Strohbergungs-Add-on mit hier reinnehmen? Yes. Können wir machen. Das nächste zum Lernen. Ja. Ja, die Sache ist, ich habe mal so ein bisschen durchgelesen und die Fehler mit Seasons, die sind eigentlich super zu erklären. Okay. Also, bevor du es drauf nimmst, musst du halt gucken, dass du sämtliche Haufen, die liegen, also Strohschwaden, Grasschwaden, dass die weg sind. Okay. Weil ansonsten erscheinen die als Pellets. Weil das kann auch ganz gut sein, da brauchst du nicht mehr pressen. Ist richtig, ja. Aber. Na gut, noch haben wir ja eh nichts, oder? Also können wir gut noch mit draufnehmen. Sind wir eh mal schon am Anfang. Ja. Stimmt. Da haben wir eh noch nichts. Wenn wir jetzt heute vielleicht die erste Wiese mähen. Aber du sagtest Strohpellets, ne? Weil im Wiese gibt es noch kein Stroh. Ja, oder auch bei Heu, ne? Ach, Heu auch. Okay. Na gut, schauen wir mal. Bisschen die letzten Spuren hier verwischen. Ich mach, glaube ich, jetzt auch gleich die letzte Bahn. Ne, zwei habe ich noch. Zwei Bänche sind's noch. Kann ich dir den ja im Prinzip. Kann ich mal hinstellen. Also die Seemaschine. Ja, ja. Dem ich ja die stärkste Kiste hab. Guck mal eben schnell nach, das müsste aber eigentlich so sein. Den stärksten Kiste. Meiner hat 105, der 614 hat 135 und du hast 160. Ich hab DX661 Turbo. Zu deinem Pferd kommt man da ganz hinten. So, ja, wunderbar. Wollen wir uns hier vorne treffen? Ich hab's geschafft. Yes, ich müsste jetzt ein Bierchen aufmachen hier. Kommst du zu mir? Deswegen, das was ich jetzt mache, deswegen mag ich einfach diesen Simple IC. Ist einfach ganz normal, wie man in Wirklichkeit macht. So. Zack. Kannst neben mich fahren, dann hänge ich dir den eben ab. Okay. Er ist okay, ist okay, ist okay. Denk an die Bremsen. Ja, ja, alles gut. Jetzt hat er aber gestanden. Ich hab's im Griff. So langsam. Runter. Ja. So, runter. Wunderbar. Weiter, stopp. So, was haben wir gesagt? Welches wolltest du jetzt ansehen? Da, wo ich stehe. 43.
Da, wo ich stehe. 42 Rubs. Mhm. So, jetzt muss ich hier mal eben anhängen. Das ist es, wie du gerade sagtest. So machst du es und ich mach's, indem ich einfach machen lasse. Anhängen und nicht so. Anhängen. Da könnt's auch mal aussteigen, weißt du? Bitte was? Ach so. Ja, alles gut. Hätte ich was machen sollen? Ist gut. Ich war gerade abgelenkt. So. Jetzt. Also, einmal Raps. Ja. Kennst du ja Prozedere, ne? Fährst du einmal außenrum und dann innen oder machst du erst innen und dann außenrum? Ich fahr einmal außenrum und dann innen. Ja. Okay. Hab ich mir so angewöhnt. Warum auch immer. Ich mache das mittlerweile mal anders. Ich fange innen an. Ja, ich weiß. Macht mir eigentlich auch so. Aber, ja. Ich spiele schon seit dem 15er. Geht denn die Straße weg? Da vorne. So, wie war das jetzt hier? Stoppelbearbeitung kann man drin lassen. Sämaschine senken. Raps haben wir drauf. Feuer. Also. So viel zum Thema. Der kommt kein Stück voran hier. Wie? Ja, der kommt nicht weg. Allrad an? Ja, alles an. Keine Chance, ich häng fest. Differential drin? Auch drin. Wieso, bei dir dreht nur ein Rad? Ja, ist aber alles an. Und ich kann ein bisschen rumschalten. Das hilft bei den anderen auch. So. Versuchen es nochmal nach vorne zu kommen. Boah. Ey. Warte. Klasse. Darf ich mal kurz? Ey, du hast vorne Dings aus. Ja, ich hab rum und umgeschaltet. Versuch mal. Ja, so sieht's nämlich aus. Warte mal. Heilig. Okay, so viel zum Thema Real. Der hängt fest. Warte mal. Ja. Ich kann auch rückwärts ansehen. Da funktioniert's. Nein. Funktioniert nicht. Ich weiß. So eine blöde Kuppe auch, ne? Ja, aber da oben geht's ja noch ein bisschen hoch, ja. Ich glaube, da wird man Probleme kriegen. Boah. Nicht an dem aufgelösten Acker jetzt. Ja. Da hat er echt ein Problem, ne? So. Testen. Ja, das ist, weil das jetzt schon geflügt ist, weißt du? Ja, das hat er schwerer. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, wird dein Gewicht vorne noch was bringen? Nur breitere Räder. Breitere Räder? Das da. Ja. Oh. Hey, 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 hey. Ich kann mal von hinten ein bisschen schieben. Warte. Was hat der 180, ne?
verschlechtere mich da jetzt schon. Was haben wir denn für Reifen? Zwillingsbereifung? Riesenbereifung. Was hältst du denn von Fendt? Ja, Hauptsache funktioniert irgendeine. Mal gucken. Ja, ich hab den, gerade mal. Ich hab den Deutz, oder? Was habe ich da? Ja, du hast den Deutz, ja. Gut. Die Leistung ist nicht das Problem. Aber die Reifen, hm? Auflagefläche, genau. Aber der müsste doch einen größeren Reifen geben. Dass wir den umrüsten. Der hat die Riesenreifen schon. Ach, der hat die schon. Ja, richtig. Sehr schön. Durch solche Sachen finde ich Altreifen extra. Ich glaube nicht, dass das am Gewicht liegt. Das ist die Kraftverteilung. Deswegen gebe ich jetzt einfach Geld aus. Na gut, du kannst den ja auch leihen, oder? Warum? Braucht man eh, hm? Weiß ich nicht, leihen oder kaufen? Ich würde ihn erstmal leihen. Weiß nicht. Können auch erstmal leihen. 200.000, so viel haben wir ja nicht. Ich miete ihn. Was wir noch so alles brauchen, keine Ahnung. Ja. Fährst du den weg? Und holst den anderen? Mach ich. Der ist ja nicht gemietet, ne? Da stelle ich den. Bei unserem Hof. Zum Hof rüber. Ey, Kollege, da bist du ja fast an meinen Tieflockerer gefahren. Haben die hier einen Affenzahn drauf? Oder nicht? Ach, so. Hoppsa. So, wie komme ich jetzt zum Hof? Straße. Ja, ja, da bin ich. Vorne führt kein Weg lang. Da bin ich, da bin ich. Bin ich, was bin ich, wer bin ich? Will ich hin? Ich wundere mich, warum fährt er so langsam? Da habe ich noch die den Arbeitsgang drin. Das sind die Fragen, die wichtig sind heutzutage. Welche? Ja, wer, wie, wo, was, warum, weshalb? Was war zuerst da? Tun oder das Ei? Jetzt kommst du mit solchen seltsamen Fragen daher. Wir müssen ja so Fragerunden machen. Fragerunden. Und die Zuschauer müssen es lösen. Ja. So. Ups. Hier rein. Aber warte mal, da stelle ich das ab. Bist du denn jetzt hin? Ich stelle mich da hinten ab. Oder haben wir uns woanders hingestellt? Keine Ahnung. Ich also Traktoren. Traktoren hatte ich gedacht. Ach so? In die Halle hier rein. Wo stehst denn du? Ups. Ach, da hinten rum. Okay. Ja, ich komm. Guck mal, hier steht doch. Hä? Ach, da rein. Blöde Frage, haben wir noch einen gemietet? Ein Trecker? Ja. Weiß ich. Guck mal hier, den ich hab, den kannst du wegbringen. Ach so? Na dann, bring ich den zurück und nimm den anderen gleich mit. Ich nahm mich gerade schon die ganze Zeit. Weil, jetzt wird er auch erklären, warte mal, der hat, in dem ich gerade drin sitze, 279 PS. Okay. Bring ihn zurück und hol den anderen mit den Zwillingsbereifungen. Glaub mir das. Glaub mir jetzt besser. Okay. Ja, siehst du, der hat mehr PS, ne? Deswegen hat es wahrscheinlich auch besser funktioniert vorher. Ups. Oder willst du erstmal mit dem ausprobieren? Ich probiere das mal mit dem aus. Weil der hat doch ein bisschen mehr PS unter der Haube. Ja. Wir probieren das mal. Ich gebe den anderen schon mal zurück. Na, warte lieber erst noch mal, bevor du ihn zurückgibst. Wenn es denn dann nicht geht, dann kann man den ja noch holen.
Oder, weil aufbohren können wir denn hier ja nicht. Ja, das stimmt. Kann ich mir den Dolz nehmen? Kann. Boah, die Autos, hä, hallo? Es ist nicht rechts vor links, ich habe in der Vorfahrtsstraße, ich glaube, einen Vogel. Unglaublich. Sind gut, ne? Das juckt ja nicht, wie die Hub wahrscheinlich. Eieieiei. Unfasslich. Sind alle schon echt ein bisschen dreist. Die hier schon, ja. Die rasen wie die Gesenkten und so. So, jetzt schauen wir mal, was der davon hält, wenn er das Ding hier ziehen darf. Oh. Fand doch jetzt. Zack. Zwar. Schläuche hat er keine. Mehr. Hm? Schläuche haben die nicht. Nee, hat die nicht. Gut. So, jetzt. Sämaschine. Da müsste eigentlich noch alles passen, oder? 9 Meter sollten noch sein und GPS auf 180. Warte, wo ist das? Der Maschine anschalten fehlt noch. Okay. Und? Ja. Das sieht besser aus. Echt jetzt? Ja. Ah, sind doch ein paar PS mehr. Okay. Der ich gebe den anderen zurück. Ja. Der zieht es doch besser weg. Hm. Ja. Ein deutlicher Unterschied. Ja, Junge, hupt doch nicht. Mein Gott. Ungeduldig sind sie ja auch noch, ne? Das ist unglaublich. Vorfahrt nehmen und ungeduldig, also die sind schon heftig hier unterwegs. Stimmt. Jetzt am Shop vorbeigefahren. Im Ernst, ich bin falsch abgebogen. Jo, mei. Sich da hinten drehen. Och, nö. Hm? Wir hatten hier einen blöden Baum hingestellt. Da passt er da gar nicht hin. Die Weggrenze da. Hast du eigentlich gehört von der Hot? Die Saisoneffekte, die es da gibt? Ja. Mein Blitzer kennen wir ja. Mhm. Aber Lohnunternehmerhof gesperrt wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung. Toll. Ist ganz klasse, gell? Mhm. Und, ja, vor allen Dingen mit dem Fährmann. Das war auch lustig, ja. Der Kapitän ist zu betrunken, um zu fahren. Der Neue kommt um 17.59 Uhr. Ja. Und Global Market war auch geschlossen. Echt? Ja, da war auch gestern was. Ich wollte gestern nach dem Mist noch mal gucken, ob es doch noch was gibt. Ja, da war aber zu. Alles zugegittert. Ja, da hab ich gestern noch gekauft. Heute. Mhm. Ja, ist er heute wieder auf. Da ein paar Einkäufe getätigt. Mhm. Nicht wundern. So. Handbremse an. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus hier. Läuft, sagst du? Ja, das läuft schon ein bisschen besser jetzt. Müssen wir uns denn als erstes holen? Saatgut oder Dünger? Dünger, ne? Ich vermute mal Dünger, ja. Ich erstmal eine Ladung Dünger, die wir am Hof dann uns hinkippen, ne? Mhm. Wir werden dann schön mit Frontlader beladen. Haben wir einen? Frontlader, ja. Gut.
Fan, glaube ich. Sehr schön. Wenn schon, dann den schon, ne? Ja, ist doch ein entspanntes Arbeiten so am Abend. Zumindest für mich. Zumindest für mich hier ganz gemütlich auf dem Feld und Tucker vor mich hin. So. Wollen wir mal unser GPS mal einrichten. Das ist nicht eingerichtet. Ich habe sogar einen Kurs hinterlegt. Echt? Das nutze ich immer nie. Ich mache das immer selber. Oder wie er es mag. Ja. Passt schon. Dann ist meine Stimme schon wieder. Ja, versagt sie wieder. Das hat man schon mal. Ja. Das hatte ich am Ellerbach. Da war mal was. Das war ziemlich beschissen, weil ich habe echt gedacht, ich sterbe. Dünner. €26.400. Das war jetzt aber ein bisschen Geld, ja. Für 15.000 Liter. Ich merke gerade, ich muss das Fenster hier mal zumachen. Ja, immer schön Mund zu lassen, weißt du? Ja, woran erkennst du einen freundlichen Motorradfahrer? Ja, genau. Den Fliegen zwischen den Zähnen. So ist es, ein bisschen offen gelassen. Gegrinst. So. Reise zurück. Die Musiker machen so ein bisschen ruhig, weißt du? Das stimmt, ja. Ich gleich mal ein Fleckchen. Oh. Schalten wir mal einen Gang zurück. Das ist immer gut, einen Gang zurückschalten. Ja, vielleicht kannst du nämlich mal fragen, was ich hier machen muss. Schemel rückwärts. Schemel rückwärts. Viel Spaß. Fenster hinten geht gar nicht auf, oder? Doch. So. Contenance, Freunde. Also wenn ihr mal sehen wollt, eine Folge lang, 20 bis 30 Minuten, Schwaber Player fährt rückwärts Drehschemel ein, dann habt ihr die Folge voll. Und ihr steht mit Sicherheit nachher nicht da drin, wohin soll. Gang. Gehen wir mal vor. So. Vielleicht kannst du ja zugucken, vielleicht lernst du dann noch was. Ich habe schon oft zugeguckt, keine Chance. Es sieht dann immer einfach aus, wenn es einer reinbringt. Das ist wunderbar. Wenn ich es selber probiere, dann funktioniert das grundsätzlich nie. Glaubst du es nicht? Ich stehe drin. Ja. Und das so schnell. Die Folge ist aber auch schon rum. Trotz allem. Warte, Autos hat es ja nicht so lange gebraucht. Das muss ich noch eben hier abkippen. Mach das.
So viel Zeit muss sein. Plane Öff. Das ist jetzt unser Dünger. Sehr schön. Ich habe gerade überlegt. Warte, ich mache den mal eben aus. Sprit sparen. Daneben werde ich einen Haufen Saatgut machen. Mhm. Und den Kalk, den lagern wir woanders. Können wir machen. Den lagern wir vielleicht da, wo wir jetzt gerade die Traktoren stehen haben. Ja, das ist auch eine schöne Halle. Unter dem kleinen Dach. Das können wir machen, ja. Ja, Freunde. In diesem Sinne würde ich mal jetzt die Folge beenden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lass ein Däumchen da. Lass auch ein Abo da. Ist überhaupt vollkommen in Ordnung. Schaut auch mal zum Schwarmplayer rein, wie er sich versucht. Ja. Gib mal ein Feedback, wie er sich schlägt. Ja. Und ja, in diesem Sinne. Ciao. Ja, ciao, ciao. Macht's gut.